Obwohl unsere Gegner kennen. Ja, safe. Also ja. Ich kenne Ehrenmann Marius vom Essen. Safe. Und militante Veganerin auch vom ein paar Sachen essen. Ich kenne militante Veganerin vom draußen halbnackt auf der Straße rumstehen, Passanten anschreien. True. True. Was ist deine Meinung zur Veganerin? Boah, ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, die spielt sich einfach viel zu sehr auf für den Scheiß. Ne? Mm. Also viel. Die schreit immer sehr laut, gell? Die schreit immer sehr laut. Die ist crazy, ja. Also Barbie und Jungfrau kannte ich tatsächlich nicht, was ja schon sehr viel über ihre Reichweite als erfolgreiche Rapper sagt. Ich musste sie extra nachschauen und das, was ich gefunden habe, hat mich nicht sehr begeistert. Wie das Battle ausgehen wird, ey, wir gewinnen safe. Wir gewinnen, immer. Safe. Ja, ja. Weil ich hab noch nie verloren. Ich auch noch nicht tatsächlich. Ja, ja Bruder. Kleine Wurzel. Also ich sitze hier heute mit meiner kleinen Pflanze, einem Snack, statt mit Marius, weil Marius ist noch Döner essen gegangen, was natürlich nicht so cool ist. Beim Texteschreiben war es auch sehr schwierig, weil er ja eigentlich nicht mit mir auf meiner Seite für Tierrechte kämpft, sondern gegen mich. Aber wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt und wir werden unsere Gegner in Grund und Boden battlen. Du kannst nicht rappen, du triffst den Takt nicht und du schreist nur rum. Wen meine ich damit? Beide. Jetzt du. Und sag ihm was Cooles. Ich fühle mich einfach wie im Zirkus, Digga. Ich rap, wow. Digga, ich rap einfach gegen dick und doof. Was sind wir? Was sind wir? Du bist ein Clown, Bruder. Ich bin Barbie. Wir sind nice und nein, wir sind nice und nice. Also ich denke, sie werden natürlich sehr auf Marius Bauch gehen, was ungefähr so kreativ ist, wie Würstchenwitze zu meinem OnlyFans-Account zu machen. Und ansonsten wird es wahrscheinlich nur sehr oberflächliches Gepansche sein. Ich bin hier die Einzige, die eine Message dabei hat. Militante Veganerin setzt sich ja bekannt für Minderheiten ein. Mhm. Kann ich tatsächlich sehr gut verstehen. Ich setze mich auch für Minderheiten ein. Mhm. Für McLovins. Wer ist McLovin? Das bin ich. Ah, schön, dich kennenzulernen, Bruder. Gut, dass wir in einem Team sind. Nicht McLovin hören, ist nicht okay. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Abbas und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Big Difference! Macht einfach Lärm! Wir sind hier in der Kaiser Lounge, wie gewohnt, in Karlsplatz 17 in Krefeld. Und heute haben wir ein geisteskrankes Battle. Und zwar haben wir meiner Seite Raffaela, aka militante Veganerin, und Ehrenmann Marius im Battle gegen Jungfrau und Barbie. Macht doch einmal Lärm! Das wird abgehen wie Scheiße. Und ich glaube, Veganer und Marius, ihr beide werdet starten. Let's go. So. Test. Yes. Fettsack am Mikrofon. Schön. Boah, dieses Intro ist ganz schön lang. Im Gegensatz zu deinem Schwanz. Was für perverse Heuchler, sie füllt sich mit Plastik, erhöht sich in Keuschheit. Gemeinsamkeiten sind euch nicht bewusst, ich verrate euch eine, eure Fleischeslust. Oh. Jungfrau, du hältst dich für so unschuldig, nur weil du nicht wie Barbie am Rumhuren bist. Doch als vegane Instanz sag ich dir ins Gesicht, man kann nicht unschuldig sein, wenn man Tierkinder frisst. Wenn dich die Frauen sehen, wollen sie alle fliehen. Barbie schminkt sich lieber ab, als mit dir zu spielen. Ungeschminkt würde dich einmal ich die Fresse. Wahre Schönheit kommt von innen, doch du bringst dich zum Erbrechen. Ja, das ist Barbie im rosa-roten Puffhaus. Nadel an die Tits und zack ist ihre Luft raus. Die Edelhure, plötzlich nur noch Putzfrau. Sogar Jungfrau wird mit dir dann nicht mehr Bus bauen. Zwischen seinen Beinen zwar nur einen Stumpf, doch gibt Barbie damit mehr als du Befriedigung. Ja, weil deiner ist so klein wie vor Tieren. Deine acht junge Erlutscht fremde Eier, weil er selbst keine hat. Heute Nacht hat auch sie voll in Chicago geschlafen. Sie sagte bei einem Angler, weil er hat den blauen Haken. Doch sie lässt eh jeden an der Runde Rang und Namen. In Barbie Nutten Edition wird selbst Mario schlafen. Jungfrau sieht die Szene und er fängt an zu weinen, weil er so wie die Sexpuppe sagt, bitte kauf mich nicht ein. Wie hart, wenn sogar Huren dir die Friendzone antun. Nicht mal Ariel war mehr Jungfrau als du. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort von Jungfrau und Barbie. Let's fucking go. Check. Ja. Okay. Jetzt fängt das Battle an. Ja, jetzt. Fick ihn einfach, fick ihn einfach. Fick ihn einfach! Alleine sind wir stark, doch sind noch krasser als Crew. Wir haben Sunshine im Blut. Denn niemand macht so viel Views. Shit, wir strengen uns nicht mal an, fürcht. Schaut sie euch an. Das ist schon Punchline genug. Eine Sache müssen wir erwähnen. Keine Frau wird so einen Verlierer nehmen. Digga, so ein Halbmensch, Halbschwein habe ich noch nie gesehen.
Wenn du dich verletzt, musst du zum Tierarzt gehen. Vielleicht solltest du mal Crack rauchen, jeden Tag nur Speck kaufen und ihn direkt wegsaugen. Nein, du warst noch nie im Gym, du Dreckshaufen. Den einzigen Sport, den du machst, ist Frauen hinterher rennen, die vor dir weglaufen. Wir haben nicht studiert, so wie ein Studium. Und was wir erfahren haben, sagen wir vor Publikum. Du willst keine Kinder haben und das finde ich super dope. Denn damit ersparst du uns einen militanten Hurensohn. Ich weiß, dass du eine Feige und besau bist. Die kleine Raffaela, die nur weint auf dem Baum sitzt. Weiß nicht mal, ob du eigentlich eine Frau bist. Nicht vegan sein ist nicht okay, aber deine Haare auch nicht. Du bist so voll, du liegst sogar bestätigt. Für dich sind 20 Käsekuchen wieder mal zu wenig. Dein Blut ist so widerlich und eklig. Bruder, stich dich eine Mücke, kriegst sie Diabetes. Bist bei Mecke jeden fucking Tag. Immer wenn du kommst, sind die Mitarbeiter abgefuckt. Du warst Essen auf der ganzen Welt, nix hat dich satt gemacht. Jetzt nimm das Mic und entschuldige dich bei Afrika. Scheiße, du hast echt viel Geld. Doch verbietest deinem Freund, dass er sich ein Big Mac bestellt. Du sagst, Schatz, wir sind für eine gerechte Welt. Beim Sex hält dein Freund den Mund zu, weil er will, dass du die Fresse hältst. Bro, du hast kein Battle Skill. Sie schreibt einen Text, er killt, währenddessen das nächste Bild. Denn wenn's um Essen geht, dann hast du echt no chill. Sag nix in dieses Mikrofon, wenn du gerade was essen willst. Starke zweite Runde von Jufo und Bobby und Almeida! Geisteskrankes Panel, geisteskrank! Wir sind alle sehr, sehr gespannt auf die zweite Runde von Veganer und Marius. Let's go! Boah, stark! So, jetzt haltet euch bitte zurück mit euren Jubelgeräuschen, sonst reißt ihm vor Schock noch das Jungfernhäutchen. Boah, jetzt ein Döner, ne? Wäre krass. Nein, nein. Nein, Marius. Ein Veganer-Döner oder so. Okay. So, da sind wir wieder mit dem zweiten Text. Halt dir die Ohren zu, es geht um geilen Sex. Allein die Nahrung war für ihn schon zu explizit. Diese Flecken sind nicht Tarnung, seine Hose trieft. Doch wenn Barbie gleich sein frisches, warmes Sperma riecht, geht sie zu einer wilden Hündin und sie rammelt sein Knie. Marius am Hecheln, wenn er Döner sieht. Da habt ihr was gemein, ihr steht auf Nekrophilie. Nennst du mich jetzt mal gerade einen Leichenschänder? Ja, na klar, doch sie steht neben Tierkadavern auch auf tote Männer. Denn sie haben dank der Leichenstarre auch einen großen Ständer. Ihr habt alle beide echt einen komischen Fetisch. Sie steht auf Tote mit Penis, bei ihm läuft erotisch ähnlich. Mythen sind das Ergebnis aus seiner Identität. Denn er behauptet, dass das erste Mal mit seinem Vater nicht zählt. Auch bei ihr ist klar, dass sie Opfer von Missbrauch war. Wieso wird man denn sonst zu so einer rosaroten Nympho-Barbie? Wolltest du für Mode und deine Zielheitsrat? Du kannst vieles überschwinken, aber niemals deine Tat. Und er wurde als Kind von seiner Mutter geschlagen. Deshalb blieb er immer Single und trägt psychische Narben. Er freut mir unbezahlt, dass ich in die Kamera sage, sei ein braver Junge, sonst gibt Mama dir eine Strafe. Es ist wahr, denn diese Jungfrau hatte nie eine Bitch. Da habt ihr wen gefunden, der weniger fickt als ich. Und die Pussy von Barbie, die ist hart widerlich. Wenn man sie leckt, riecht der ganze Raum nach Gummi und Fisch. Die Veganer essen nur den Soja-Dosen-Scheiß. Doch sogar Barbie kocht den Cream Pie laktosefrei. Dass Tiere Rechte verdienen, findet er leider nicht. Wie Barbies Klitoris. Wegen abgenutzter Sexualfunktionen liegt das Püppchen im Secondhand-Laden herum. Weil sie ist so ausgeleiert, du passt ganz in sie rein. Doch sie meint nicht mein Penis, nein, sie meint mein ganzes Bein. Starke zweite Runde von Vegano und Marius macht einmal leer! Bruder, Maximum Ben, Leute. Und wir kommen zu der Antwort der zweiten Runde von Jungfrau und Barbie. Ihre letzte Runde, let's fucking go. Ja. Wir zerstören dich heute, ich hoffe, du wirst dich schnell verkraften. Du schreist Kinder an und sagst dann, du bist nett zu schwachen. Wenn man uns vergleicht, ja, dann muss ich heftig lachen. Denn Bitch, ich brauch kein Onlyfans, um Geld zu machen. Und meine Treppe werde ich abgehen, das Marius wird sich ablehnen. Dein Onlyfans kostet nur die Hälfte von 18. Ich kann mich nicht entscheiden, soll ich zwei Döner kaufen oder Raffaela nackt sehen? Ja, du Pisser, bist jetzt still. Deine Fans wollen Fotos, aber du passt nicht einmal ins Bild. Ja, dein Leben ist echt richtig krass und wild. Gehst du zu McDonalds, frag die Kasse, was du nicht bestellen willst. Du bist immer direkt am Grill, solltest mit dem Essen chillen, weil dich noch das Essen killt. Du sagst, du hast abgenommen, Bruder, sei mal besser still. Dein Vorher-Nachher-Foto sieht aus wie dasselbe Bild. Ihr seid durch den Keks, verdammt, ich bin 61 Mann, doch ich bin ein Rap-Gigant. Euer Battleplan ist wirklich heftig krank. Raffaela rettet die Tiere, damit Marius sie essen kann.
Sie macht jetzt deine Sorgen, war, denn ich tritt nur noch Pferden, wenn ich Porsche fahr. Du bist halbnackt und schreist Passanten in der Ortschaft an. Würde ich in Unterwäsche protestieren, wären alle sofort vegan. Ja, ich find dich echt so lachhaft. Täglich 60 Fanta sind für diesen Keck der Standard. Wenn eine Spinne dich beißt, wirst du nicht zu Spider-Man, sondern die Spinne wird zu einem fetten Bastard. Deine Cringe-Videos waren der Startschuss und dann warst du im Fernsehen, auf TikTok und auch in Radios. Dein Fame ist bald vorbei, man, was für Status. Dein Hype war noch kürzer als die Lebenserwartung von Marius. Wie ein Fakt, der leider wahr ist. Du bringst den Kontakt zu deiner Mutter, weil sie nicht vegan ist. Doch mit Marius machst du dauernd dumme TikToks wegen Safe Views. Anscheinend ist dir deine eigene Mom nicht Fame genug. Starke zweite Runde von Jungfrau und Barbie, macht einmal Lärm! Und macht Lärm für dieses geisteskranke Battle, geben sich Respekt. Nicht hier vor der Kamera, Jungs. Wenn euch das Battle gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren, weiterteilen. Schickt's jeden, jeder muss dieses Battle sehen. Und wenn ihr Bock auf weiteren Rap-Content habt, checkt gerne mein eigenes Fortnite ab. Rap on Door ist auch in der Bio verlinkt. Eine Sache noch. Ich bin Rapper, ich heiße McLaren, ich mach krasse Musik. Checkt alle mein Spotify aus. Er wird auch zu Rap on Door kommen, bei mir eine Cypher machen. Irgendwann vielleicht. Ja, Mann. So, Leute. Wer will noch Werbung? Wer will noch Werbung machen? Er ist übrigens auch vegan. Ehrenmann, tut mir leid für die Lines, die ich dagegen geschrieben habe. Finde ich toll. Und wer vegan ist, wer rappt, sollte vegan sein, weil das geht um Ehre. Also, ich habe einen Podcast. Ne? Und ich bin noch Single, Ladies. Wer will mich ein Jungfern? Let's go. Podcast, Rapper, alles, was Content beginnt. Und Rap on Door checken. Peace, Leute. Was? Ich hab Hunger. Ich geh jetzt Döner essen, ja?